Boah, das kann so übel. Keine Ahnung, ob ich das verteidige, wenn er mich angreift. Kommt auch darauf an, wie er mich angreift, ob da mit allem kommt. Ich traue mich auch gar nicht den Turm jetzt. Das würde ja wieder meine Fischerhütte hier rippen. Die sind mal fertig geworden. Das ist gut. Das gibt mal wieder ein bisschen Input hier. Und ich dachte hier, ich hätte hier auch noch Wald für eine Holzproduktion, aber wie man sieht, das hat sich super schnell alles erledigt. Das war knapp. Ich habe ja eine Gänsezucht stehen und einen Metzger. Ich muss das ja gar nicht bauen. Wo ist denn eigentlich der Metzger? Konnte man nicht? Das ist das Wasserwerk. Von wegen, ich habe ihn nicht gebaut. Wow. Auch eine Axt haben wollen. Hallo SV Werder. Grüß dich. Was macht der Aufstieg? Also, no hate, ne? Ehrlich, kein Plan. Falls nicht läuft. Oh, waren das auch schon 13 Monate? Ja, nice! Dankeschön! Ich muss jetzt echt mal Abzeichen für 2 und 3 Jahre machen. Es wird Zeit. It's damn time. Auf bessere Bögis in den Dünke. Da hat es funktioniert und nicht. Hey, was habe ich mir eigentlich bei diesen Sounds gedacht? Tatze, Dankeschön! Ach lol, ey. Das sind übrigens diese Sounds, ne? Die sind, Special Dreingaben bei der Siedler 4 History Edition, die sind da im Siedlerordner versteckt und ich glaube, das waren ursprünglich mal ICQ-Sounds. Da sind auch ICQ-Skins drin. Keine Ahnung, wer das noch kennt, ne? Meine Nummer war 60915754, das weiß ich noch, aber das benutzt ja niemand mehr heutzutage und da habe ich mir gedacht, komm, wenn schon Siedler, dann nimm die Sounds halt. Du weißt das auch noch? Respekt. Keine Ahnung, ob ich mir das merken kann. 60915754. Keine Ahnung, ja? Ich bin schon 100.000 Jahre nicht mehr benutzt. Fehlt ein Bogen. Ich baue nur Bögen.
Und was geht dann? Das gibt's noch? Ist schon mal interessant. Benutzt das noch jemand? Das ist doch bestimmt, gegen nix. Also wenn du komplett anonym im Internet mit jemandem chatten willst, dann ist doch ICQ eigentlich ein Geheimtipp. Vielleicht. In der Hoffnung, dass die da oben fertig werden können. Holz geht uns natürlich aus, ne? Ohne Holzproduktion. Also ohne ernsthafte. Und das Ding mit diesen Twitch-Sounds ist ja, ich höre die ja erst seit ein paar Wochen selber, ne? Ich habe die ja immer nicht gehört, weil ich den Ton nicht durchschleifen konnte vom Streaming-PC. Das geht ja erst jetzt bei mir. Mir war nie klar, wie assi die sind. Aber dagegen getan habe ich auch nichts. Also, ich weiß auch nicht. Aber coole Mission. Wieder ganz anders. Aber vielleicht packt ihr den auch auf Prio, den großen Turm. Ich weiß ja nicht. Alles zu. Meta Proton, grüß dich. Du bist neu, ne? Ah ja, erste Nachricht, cool. Also mein Aussichtsturm ist fertig. Ja, wenn du Fragen hast, schieß los. Ich hab's sogar zufällig gelesen. Hau rein. Nee, von Volker Wertig gibt's gar nichts. Ich denke mal, dass er auch vertragsbedingt nichts sagen darf. Ja, ich und der Chat, das ist schon immer ein bisschen schwierig, weißt du? Übrigens, Tatze, ne? Ich war ja mal so frei und hab ja mal... Wann war das? War das gestern? Bei dir so ein bisschen gelurkt. Was zur Hölle hast du da gespielt? Dieses... Ich streichel mit der Maus das Schwert, damit es aus dem Stein rauskommt, Spiel. Du meinst, es kann auch ein Freitag gewesen sein, keine Ahnung. Was zur Hölle? Wie hart kann ich meine Zuschauer trollen? Ja, so war das, ne? Hart. Wow. Wie kommt man zu sowas? Oder ist das gerade der hippe Scheiß auf Twitch? Ich weiß ja nicht. Ist ein gutes Spiel. Ansichtssache. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ich brauche so ultra dringend Militär. Kommt schon. Also erstmal gehen. Geht hier eine Goldmine hin. Eine. Eine Kohlemine. Eine. Das war's. So, komm schon, ja. Aber dann brauchen wir auch mehr Goldschmelzen. Oh, fuck. Vier haben wir. Minimum sechs. Oh, da wird mir das so reißen. Wie heißt denn das Spiel jetzt? Häuser weg. Das bringt mir auch keine Goldschmelzen, ne? Zumal ich mehr nicht reißen kann. Das kann so übel. Keine Ahnung, ob ich das verteidige, wenn er mich angreift. Kommt auch darauf an, wie er mich angreift, ob da mit allem kommt. Ich traue mich auch gar nicht den Turm jetzt. Das würde ja wieder meine Fischerhütte hier rippen. Die sind mal fertig geworden. Das ist gut. Das gibt mal wieder ein bisschen Input hier. Versuchen, nach da oben zu expandieren, wenn er mich lässt. Ja, da passiert es schon. Gleich wieder reißen. Alles GG. Ist noch verbunden. Ich muss auch aufpassen, ich kann die nicht mal reißen, ne? Sonst streiken die mir. Läuft nicht so. Und eine Kaserne ist natürlich auch ultra GG. The one who pulls out the sword will be crowned king. Leute, kauft euch dieses Spiel. Wehe, das kostet Geld. Hallo Chaoskopf! Oh, den Blauen hier. Der Blaue ist leider ein bisschen stärker wie ich. Muss ein bisschen aufpassen. Und minimalistisch hier mit meinem Platz irgendwie haushalten. Und alles in Militär umwandeln, was nur geht. Jetzt zwei oder drei. Oh, eine Goldschmelze geht dahin.
Es ist kostenlos. Na gut, dann ist es ein Deal. Ich wollte fair sagen, ist es nicht. Ist ein Deal. Lass mich raten, du baust da einen Turm. Drei Steine, da kommt der dritte. Kein Bauarbeiter da, ne? Kommt da ein Angriff? Soll ich bitte nicht provozieren? Noch nicht. Und vor allem Schwert hieß mal zurück. Klar baut er da einen Turm. Aber meiner wird vorher. Immerhin. Vielleicht rettet mir das ja noch irgendwie so eine Landverbindung. Aber im Prinzip könnte er hier aufhören zu arbeiten. Komplett gehen. Hoffentlich rippt es jetzt hier nicht meine Planierer. Oh, das wird knapp. Oh, das wird knapp. Der hat mehr Bauarbeiter wie ich. Ach du Scheiße. Und hier Truppen. Scheiße. Okay. Ja, dann hast du mich wohl umzingelt. Bleib mal da oben. Und Bauarbeiter und Planierer geklaut. Gut, wir kriegen jetzt gleich Militär, das ist gut. Was passiert, wenn wir in provozieren? Also wir müssen auf jeden Fall auf unserer Landesgrenze, an unseren Türmen kämpfen. Da stehen immerhin ein paar, das ist noch energetisch. Die Kleinen was reißen, komm, wir bauen noch einen. Und es ist ja noch nicht alles fertig. Keine Fische mehr? Ernsthaft jetzt? Der andere geht doch auch für... Der muss aber auch außen rumlaufen. Da fehlt Name. Zwei. Thank you.
Das Ding ist, ne, wenn ich jetzt, ich snipe ihm jetzt einen Turm, was jetzt nicht so schwierig wäre, ja? Das Ding ist dann einfach, dass er mich dann überrennt. Und da müssen wir erst ein bisschen mehr Chancengleichheit herstellen. Oh, komm schon. Jawohl. Ich habe ja auch Siedlermauern alles, ne? Also ich kann schlecht angreifen. Oh. Okay. Hm. Ah. Dann kommt hinterher ja wieder rüberkommen zu mir. Aber ich kann mich super verteidigen. Aber ich glaube, das werden wir heute nicht mehr sehen. Ist die Steinmine pausiert natürlich nicht. Gold wie Waffen. Wie kann denn das sein? Wo ist noch ein Punkt Bauland? Ich könnte ihn aber stressen. Komm mal her. Keine Fische mehr, keine Fische mehr. Ciao, ciao, ciao. Bella, ciao. Blauen werden immer mehr. Definitiv. Ich komme da nicht ganz mit, deshalb muss ich was anderes probieren. Warum komme ich nicht mit? Weil ich nicht genug Kohle habe. Und zwar fucking zu wenig. Jetzt.
Angriff. Stress den mal. Idealfall schießen auch ein paar von meiner Seite. Ah, schön einzeln. Das Schwert ist weg. Gut. Und halt nicht den Turm angreifen, das wäre fatal. Aber ich habe ja nur Bogenschützen da, deswegen ist das erstmal nicht so gefährlich. Da müssen wir auch dran arbeiten. So, und dann haben wir noch ein bisschen aufgerieben hier. Und weg. Knick. Sieht trotzdem nicht gut aus für mich. Blöde Ausgangssituation, aber Leute, es ist 0 Uhr, wir müssen leider aufhören, ich muss morgen arbeiten. Und zwar nicht zu knapp.